ich bin so ein Fan von so Animal Prints, weißt du? Ich mag so Zebra, Leopardenmuster und so. Das heißt, vielleicht können wir das auch auf den Schuh machen. Was geht ab? Ich bin Luna Simao und ich bin hier heute mit Shilan. Wir haben heute was ganz Besonderes vor. Und zwar, was wir heute machen, erklärt euch jetzt Shilan. Hey, ich bin Shilan und ich customize heute die Nike Air Force One und wir nehmen euch heute mal mit, wie das alles hier abläuft. Okay, cool. Shilan, sag mal, wie können wir loslegen? Was brauchst du von mir? Ideen. Hast du erstmal ein paar Ideen, so, die du auf die Schuhe halt drauf haben möchtest? Yes! Ich habe mir tatsächlich ein paar Gedanken gemacht. Ich habe mich so ein bisschen umgeguckt, ein bisschen inspirieren lassen, so auf Instagram, Pinterest und so weiter. Und ich habe eine Idee, ich glaube, das wäre richtig cool, das habe ich ein paar Mal gesehen, so mit so Schmetterlingen. Ja. Weißt du, so dass wir vielleicht irgendwie so Schmetterlinge auf den Schuh drauf machen, mal gucken, ich weiß nicht, vielleicht in Blau, Türkis, irgendwie so, Lila, ich weiß nicht genau. Kannst ja mal sagen, was vielleicht auch, was du am besten findest, was irgendwie am schönsten ist. Mhm. Und dann vielleicht, weil ich bin so ein Fan von so Animal Prints, weißt du, ich mag so Zebra, Leopardenmuster und so. Das heißt, vielleicht können wir das auch auf den Schuh machen. Ja Mann, ich bin voll gespannt auch zu sehen, wie du das umsetzt, weil ich habe jetzt so die Ideen, aber ich habe das noch nie gemacht, deswegen, ja Mann. Wenn du willst, könnten wir auch direkt Skizzen machen und dann könnte ich dir erstmal zeigen, wie das halt aussehen könnte, was du dir vorstellst mit den Farben. Okay, okay, cool. Und wenn du ready bist, könnten wir eigentlich loslegen. Okay, ja, dann lass auf jeden Fall eine Skizze machen, ich bin gespannt. Krass, ja. Also du skizzierst jetzt einfach einen Schuh, damit du gleich halt mal die Schmetterlinge machen kannst und einmal mir zeigen kannst, wie du das vorgestellt hast. Dann könnten wir das einmal planen. Nimm dir einfach alles in die Hand und zeig einfach, wie du das haben möchtest. Ich kann dir auch ruhig helfen, ist kein Problem. Ich nehme mal lieber den Bleistift, weil dann kann man das noch wegmachen, falls es nicht so gut ist, weil es wird auf jeden Fall nicht so gut wie bei dir. Also ich dachte mir so, man kann dann hier so in dem Bereich irgendwie ein paar Schmetterlinge machen. Also zum Beispiel so. Wie viele willst du eigentlich auf einem Schuh haben? Ich glaube so 3 oder 2. Was meinst du? Wir können, wenn du willst, auch 3 auf einen machen und 2 auf dem anderen. Dann wäre das auch. Dann würde das auch nicht zu voll wirken. Ja, genau. Okay. Das sieht nice aus. Okay. Dann kann man zum Beispiel vielleicht hier so. Weißt du so? Mhm. Oh wow. Ich bin keine Zeichnerin, Leute. Ja, aber so halt irgendwie. Und vielleicht hier. So, weißt du? Mhm. Und keine Ahnung, vielleicht noch hier vorne so ein kleiner. Genau, damit das nicht zu voll wirkt. Ne? Ja, also zu viele soll es nicht sein, aber so, ich glaube, so könnte eine gute Mischung sein. Das ist immer so satisfying, einfach so fresh und neue Air Force Ones. Yes. Okay, erklär mal so, wie fängst du an? Also als erstes benutze ich halt immer einen Leather Prepare, einen Deglazer. Das ist dafür, damit die Farbe halt besser sitzt, also die Lederfarbe. Okay. Und ich benutze auch nicht normale Farben, sondern einfach richtige Lederfarben. Mhm. Und am Ende mache ich dann halt einen Coat drauf, also damit das auch nochmal besser sitzt und dass es auch matter aussieht. Ich kann mir halt aussuchen, ob es matt oder halt glänzend ist. Diesmal mache ich es matt und die Schuhe sind natürlich auch wasserabweisend, also die kannst du auch im Regen tragen. Ah ja, okay, sonst wäre ein bisschen dumm, wenn das direkt beim nächsten Regen so wieder ab. Das wäre voll schade, auch um deine Arbeit natürlich, ne? Soll ich erstmal die Farben zeigen, die ich benutze? Ja, genau, gerne. Dann kannst du einmal schauen, ob sie dir gefallen. Mhm. Du wolltest ja erstmal blau haben mit so einem Übergang, vielleicht in so einem Lila. Und, Lila ist echt schön. Ja, das ist echt schön. Und ich habe auch noch etwas, so was Goldiges, das könnten wir auch mit rein benutzen. Und dann mischen wir auch ein bisschen die Blaufarben mit dem Weiß, damit das halt ein bisschen so heller wird. Genau, weil ich finde, die sind jetzt ein bisschen zu stark, also zu dunkel, meine ich. Deswegen, ja. Also das wären eigentlich alle Farben. Okay, nice. Oh, ich weiß, das wird richtig gut. Ich bin jetzt schon voll auf das Endergebnis gespannt. Thank you.
Ich habe mir so gedacht, dass man das vielleicht so machen kann. Also es ist einfach schwarzes, so ein bisschen schlichter, aber halt mit diesem nice Zebra so. Also auch das eher halt dann schwarz, ne? Ja. Oder? Könnte fresh sein. Ja, wir können ja auch am Ende erstmal schauen, wie das dann halt aussieht, ob das zu viel wird oder nicht. Und dann können wir immer noch halt überlegen. Okay. Cool, ja. Dann let's get to work. Das, was wir jetzt brauchen, sind eigentlich nur Pinsel, Farbe und das hier. Ich pack mal ein bisschen Farbe hier drauf. So. Du kannst ja die Nike zeichnen. Ja, machst du schon mal gut. Ich hab grad voll Angst, so, wenn ich das jetzt irgendwie verhaue, ja, ey, dann. Da kannst du nichts falsch machen. Also, ist ja. Du musst halt nur aufpassen, dass es nicht ausrutscht, dann. Aber das kriegt man auch. Ja, okay. Also, kannst ruhig. So Leute, wir haben jetzt hier die fertigen Sneaker vor uns. Wie ihr sehen könnt, sind die unnormal krass geworden. An der Stelle muss ich wirklich nochmal sagen, Dankeschön an dich, weil die sind so krass geworden. Wirklich, wirklich, wirklich. Mir fehlen die Worte, die sind so schön. Guckt euch einfach mal diese Schmetterlinge an, wie schön die sind. Hier sind gefühlt so 1000 Farben auf einmal. Das ist einfach nur richtig Hammer geworden. Alright Leute, das war's von uns. Checkt auf jeden Fall Sheelan aus, weil ihr habt jetzt gesehen, ihre Arbeit ist einfach krass. Und ansonsten, be blessed und bis dann. Ciao.